Ubisoft hat die Bombe platzen lassen. Sie haben gleich drei Assassin's Creed-Teile auf einmal angekündigt. Japan ist mit dabei, absolut krass. Und top gibt es massenhaft neue Informationen zu Assassin's Creed Mirage. Sehr interessante und vieles mehr. Bleibt gespannt. Servus Assassin's Creed Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Aktuell überschlagen sich die ganzen Neuigkeiten. Ubisoft hat auf der aktuellen Vorwort eine Assassin's Creed Bombe nach der anderen platzen lassen. Sie haben gleich drei neue Assassin's Creed Teile vorgestellt mit dem Codenamen Red, Jade und Hex. Gleich dazu mehr Informationen. On top gibt es reichlich neue Details zu Mirage. Es geht wirklich zurück zu den Wurzeln. Ubisoft hat da uns schon einen tiefen Einblick gegeben und sie haben auch Infinity angesprochen, was es damit in der Zukunft auf sich hat. Es ist nämlich kein Game und auch der Multiplayer wurde angesprochen. Phänomenale Informationen, die schauen wir uns alle hier jetzt im Detail an mit Zeitstempel. Lasst auf jeden Fall einen Daumen für den Algorithmus da, würde mich mega drüber freuen. Und wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corpheus. Bei mir gibt es immer News und Guides zu Open World und Rollenspielen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mal gerne auf dem Kanal vorbeischauen. Beginnen wir mit Assassin's Creed, Codename Red. Das wird das nächste große Premium Open World RPG Assassin's Creed Game. Es wird von Ubisoft Quebec, den Machern von Odyssey, unter der Leitung von Jonathan Dumont entwickelt. Es lässt den meist erwarteten Schauplatz erkunden, und zwar Japan, mitsamt mächtiger Ninja-Fantasy. Was für eine mega geile Ankündigung. Als ich die gehört habe, war ich komplett aus dem Häuschen. Assassin's Creed geht nach Japan. Bin mega gespannt drauf. Mehr ist leider aktuell noch nicht bekannt. Man weiß nur, dass es nach Assassin's Creed Mirage rauskommen wird. Bin mega gespannt, wann wir das nächste Mal von dem Titel etwas hören. Kommen wir zur zweiten großen Ankündigung. Assassin's Creed, Codename Jade. Das wird das erste Assassin's Creed Mobile Game mit allen Features, die wir aus dem Assassin's Creed Gameplay kennen, aber angepasst für Touch. Das brandneue Assassin's Creed Game wird in China spielen, auch ein geniales Setting, meiner Meinung nach noch nicht verbraucht. Einige sehr interessante Details sind auch jetzt schon bekannt. Es wird das erste AC sein, bei dem wir unseren Charakter selber gestalten dürfen. Mega geil. Es wird natürlich auch ein Open-World-Game sein, ganz klar. Und wir können zum Beispiel an der chinesischen Mauer entlang klettern, finde ich auch eine coole Sache. Durch geschäftigte Städte schleichen, an intensiven Kämpfen teilnehmen und die Geheimnisse des alten Chinas erkunden. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der sich über ein Handy-AC freut. Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, aber ich stelle mir das echt geil für unterwegs zu sein und dann eben eine Runde Assassin's Creed zu zocken. Das Ganze soll erst erscheinen nach Mirage. Und die große Frage, die ich mir stelle, wird das Game Geld kosten oder ist es kostenlos? Und ja, man hat einen In-Game-Store. Mal schauen, was ihr meint. Kommen wir nun zu einer Ankündigung, die sehr, sehr weit in der Ferne liegt. Es wird auch ganz anders als alle bisherigen Assassin's Creed-Teile. Es hört auf den Codenamen Hex. Das Montreal-Studio arbeitet an diesem Flagship-Titel unter der Leitung von Clint Hooking. Durch den Namen Hex und dem Trailer könnte ich mir gut vorstellen, dass es eventuell was mit Hexen zu tun hat. Ubisoft hat auch versteckte Informationen im Trailer mit eingebaut. Bin gespannt, was die Experten in den nächsten Tagen rausfinden werden. Die Ankündigung hat mich mega überrascht, dass Ubisoft nochmal mit der Assassin's Creed-Reihe in eine komplett andere Richtung gehen möchte oder zumindest mit einem Teil. Viele von euch haben ja schon gemeint, ja, die Assassin's Creed-Reihe driftet schon zu krass ab und jetzt wollen sie da nochmal was komplett anderes probieren. Ich würde da auf jeden Fall jetzt noch nicht urteilen, mal schauen, was da in Jahren überhaupt kommen wird. Wird auf jeden Fall etwas Großes, denn es ist ein Flagship-Titel. Das nächste große Thema, das Ubisoft angesprochen hat, heißt Infinity. Tausende Leaks gab es schon in der Vergangenheit. Jetzt hat sich Ubisoft zu Wort gemeldet und preisgegeben, was Infinity werden soll. Und zwar kein Game, sondern ein zentraler Anlaufpunkt für Fans zu Assassin's Creed. Unser eigener Animus. Infinity soll ein Knotenpunkt sein, der all unsere unterschiedlichen Erfahrungen auf sinnvolle Weise miteinander verbinden soll. Und hier haben sie auch das Wort Multiplayer genannt. Mit Infinity untersucht Ubisoft, ob man eigenständige Multiplayer-Erlebnisse ins Assassin's Creed-Universum zurückbringen kann, die dann alle in dem Infinity Hub verbunden sind. Das Ganze hört sich mega cool und spannend an. Ein Hub, wo man das komplette Assassin's Creed-Universum erleben kann. Bin mega gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Mal schauen, wann wir da neue Details bekommen. Soll auch irgendwann nach Assassin's Creed Mirage rauskommen. Nun kommen wir zu Assassin's Creed Mirage. Hier hat Ubisoft massenhaft Informationen preisgegeben, was da uns 23 erwarten wird. Das war auch der Hauptpart von den ganzen AC-Neuigkeiten. Und die zeige ich euch jetzt mal hier im Detail.
Den Trailer, den ihr hier gerade seht, ist der erste von Mirage. Es geht wirklich nach über 15 Jahren zurück zu den Wurzeln. Mirage wird ein Action-Adventure-Spiel mit Fokus auf Stealth, Parkour und Attentaten. Man kann auch sagen, Assassin's Creed Mirage ist eine Hommage. Es konzentriert sich auf die Schlüsselelemente des damaligen Gameplays, das die Grundlage der Serie gebildet hat. Wir schlüpfen in die Rolle von Bassim, 20 Jahre vor Valhalla. Es ist ein junger Bassim, der vom Straßendieb zum Meisterassassinen wird. Schauplatz ist das alte, prächtige und pulsierende Bagdad. Eine sehr dichte Stadt, in der sich die verschiedensten Menschen tummeln. Bassim ist in jungen Jahren ganz anders, denn in Valhalla hat Loki die Kontrolle übernommen. In der globalen Überlieferung und Handlung von Assassin's Creed beginnt das Ereignis von Mirage im Jahre 861, also zig Jahre vor den Ereignissen in Valhalla. Der Erzählstil von Mirage ähnelt mehr den alten Assassin's Creed-Teilen. Die Story ist mehr linear als dynamisch, keine Entscheidungsoptionen, aber es gibt Momente in der Story, in denen man entscheiden darf, welche Mission man als nächstes machen möchte. Die Story soll sehr intensiv und komprimiert erzählt sein, mit einem klaren Anfang und einem klaren Ende. Mit der Stadt Bagdad geht es zurück in den Nahen Osten, an dem alles begann. Es ist dieselbe Region wie die Städte im ersten Assassin's Creed. Bagdad selbst ist aber ein komplett neuer Ort, den wir erkunden dürfen. Mirage spielt im goldenen Zeitalter des 9. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit war Bagdad der Nabel der Welt, ein zentraler Ort von Wissen, Kunst, Innovation, Wissenschaft, Handel und Macht. Es ist die Hauptstadt des arabischen Kalifen, der jahrhundertelang einen Großteil der Welt beherrschte. Auf ihrem Höhepunkt war die Stadt ein Knotenpunkt für Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen und Religionen. Wir dürfen die komplette Stadt erkunden, deren Bewohner auf jede Bewegung von uns reagieren, die Geheimnisse von vier einzigartigen Bezirken aufdecken, von einem Industriebereich bis hin zu Gärten der Stadt. Für Ubisoft war es sehr schwer, die Stadt zu erschaffen, da sie später komplett, also in Wirklichkeit, zerstört wurde. Um die Stadt nachzubilden, wurden Dokumente gesucht, Recherchen betrieben sowie ähnliche Städte aus der damaligen Zeit als Inspiration genommen. Neben Bagdad werden wir auch ein paar Schlüsselmomente in Alamut erleben, der legendären Heimat der Assassinen. Dort haben die Verborgenen ihre Festung errichtet. Zur Zeit von Mirage befindet die sich aber noch im Aufbau. Alamut ist übrigens ein Symbol der Assassin's Creed Lore und kommt das allererste Mal im Assassin's Creed Game vor. Die Verborgenen sind mysteriöse Attentäter, die der Gerechtigkeit nachjagen und im Dunkeln arbeiten. Die Organisation wurde von uns in Assassin's Creed Origins mit Aya und Bayek gegründet. Wer Origins nicht gezockt hat, sollte es auf jeden Fall nachholen, samt Hidden Ones DLC. Ein legendäres Game im Ägypten, unverbrauchtes Setting und auch eine richtig geile Geschichte. Wer es sich von euch holen möchte, kann mal gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbeischauen. Die PC-Version kostet 7,25 €. PlayStation-Zocker von euch müssten über die günstigeren PlayStation-Guthabenkarten gehen. Sind absolute Bestseller. Links sind dazu unten in der Videobeschreibung. Darüber könnt ihr mich auch unterstützen. Ich danke euch für euren babamäßigen Support. Und das Gewinnspiel für September läuft natürlich auch ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Kommen wir wieder zurück zu Mirage. Die Verborgenen sind dort mittlerweile eine sehr mächtige Organisation, die für die Freiheit kämpft und den Orden der Alten herausfordert, die später zu den Templern wurden. Was sehr interessant ist, die Verborgenen verändern Bassim auf eine Weise, die hätte er sich nie vorstellen können. Wir schlüpfen in die Rolle als Straßendieb und werden dann zusammen mit ihm zum Meisterassassinen mit albtraumhaften Visionen und einer tragischen Vergangenheit. Im Laufe des Spiels werden wir seine einzigartigen Fähigkeiten verfeinern und seine wahre Natur entdecken. Übrigens ist Bassim einer der einfallsreichsten, agilsten und effizientesten Assassinen in der Assassin's Creed Geschichte. Er ist so gut, dass er das Gefühl hat, die Zeit zu verlangsamen und mehrere Ziele zu markieren und die dann eben in einer superschnellen Attentatreihenfolge auszuschalten, ohne dass er eben bemerkt wird. Dies ist eine brandneue Fähigkeit, mit der Bassim mehrere Stealth-Kills gleichzeitig machen kann. Des Weiteren hat er eine sehr gute Beziehung zu seinem Adler. Wir können wieder die Kontrolle übernehmen und so Feinde und Ressourcen markieren. Gerade bei Feinden sollte man aber aufpassen, denn es gibt neue Bogenschützen, die können nämlich den Adler runterschießen. In Mirage werden wir auf verschiedenste Charaktere treffen, zum Beispiel charismatische Charaktere. Da wäre zum Beispiel Roshan, die hat man auch im Trailer gesehen. Das ist die Mentorin von Bassim. Es gibt auch historische Charaktere, wie in jedem Assassin's Creed, zum Beispiel Politiker. Und es gibt auch interessante Charaktere, die auf uns warten werden.
Zu Roshan hat Ubisoft schon ein paar mehr Informationen preisgegeben. Sie ist eine wahre Kriegerin, die für die Gerechtigkeit kämpft und ihre Mitmenschen um jeden Preis beschützt. Sie ist sehr loyal und ehrlich, hält aber ihr früheres Ich jedoch hinter einem Schleier verborgen. Man weiß aber, dass sie persischen Blutes ist und eine Bauernsklavin war, die zu einer mächtigen Assassinin wurde. Sie spielt eine zentrale Rolle auf Bassims Reise und ebenfalls in der Organisation der Verborgenen. In Mirage wird Stealth großgeschrieben. Kern des Gameplay ist es, das Ziel zu identifizieren, es zu jagen, dann zu töten und danach schnell wieder zu verschwinden. Aus diesem Grund wurde auch das Erkennungssystem überarbeitet, um uns mehr Feedback zu geben, wo sich das Ziel zum Beispiel gerade befindet. Ubisoft hat auch noch andere Tools eingefügt, die uns bei Stealth-Einsätzen helfen. Das Parcoursystem hat neue Animationen bekommen, zum Beispiel den Eckschwung oder den Stabhochsprung, um Lücken oder Hindernisse zu überwinden. Außerdem wurde das Tempo beim Parcours beschleunigt, um es sich agiler und kraftvoller zu fühlen, wenn man die Stadt erkundet. Die Stadt ist perfekt für Parcours angepasst, bietet viele Möglichkeiten, über Dächer zu rennen oder zu springen. Darüber hinaus sind die meisten Mordanimationen im Spiel neu, auch brandneue Assassinenwerkzeuge und neue Interaktionsmöglichkeiten mit der Umgebung wird es geben. Mittlerweile kann man Assassin's Creed Mirage auch schon vorbestellen. Es gibt drei verschiedene Versionen, die Standard Edition, Deluxe Edition und die Collector's Edition. Hier seht ihr einen genaueren Einblick auf die Deluxe Edition. Interessant ist natürlich das Deluxe-Paket. Hauptspiel ist natürlich mit dabei, inspiriert von Prince of Persia. Und wir haben hier eine Montur mit dabei, einen Adler, Reittier, Waffen und mehr. Sieht von der Optik echt richtig cool aus. Zumindest mir gefällt es auf jeden Fall. Bonusinhalte sind natürlich auch noch mit dabei. Und zwar digitales Artbook und einen digitalen Soundtrack. Und wenn man natürlich Assassin's Creed Mirage vorbestellt, bekommt man on top, ihr seht es oben rechts in der Ecke, die Quest Die 40 Räuber. Von der Collector's Edition hat Ubisoft auch ein Bild veröffentlicht. Dort drin ist Assassin's Creed Mirage die Deluxe Edition. Bedeutet, auf der rechten Seite seht ihr, hat man eben die digitalen Inhalte, aber auch sehr viel physisches Zeug. Erstmal eine richtig geile Verpackung. Dann ist der Soundtrack auch so dabei, eben physisch mit einer CD. Mega cool. Wir haben ein Steelbook. Da sind sie sich vom Design noch nicht sicher, wie es aussehen soll. Eine 32 cm Bassim-Figur. Eine Karte von Bagdad. Ich bin mehr gespannt, ob sie in der Version nochmal auch wie bei Valhalla irgendwelche Geheimnisse verstecken, wo man was Cooles im Spiel sehen kann. Ansonsten ein Mini-Artbook, sehr geile Front, sehr geiles Cover-Design meiner Meinung nach. Und wir haben noch von Bassim eine Brosche. Über neue Inhalte in Assassin's Creed Valhalla wurde auch gesprochen, und zwar das letzte Kapitel wird demnächst angebrochen und dort kommt dann nochmal eine Questline raus, die ist gratis, wo Eivor sehr viele alte Charaktere nochmal trifft und verschiedene Geschichten zu Ende bringt. Das waren soweit die ganzen Neuankündigungen. Wirklich absolut unglaublich, was da Ubisoft rausgehauen hat. Drei neue Spiele angekündigt. Erste Informationen zu Assassin's Creed Mirage. Die Leaks haben sich ja auch bewahrheitet, was da vorab rausgekommen ist. Bin mehr gespannt, was ihr zu diesen ganzen Informationen sagt. Zum Handygame zum Beispiel, zu Mirage, ob es euch so gefallen wird, was ihr da jetzt offiziell raushören konntet. Und ja, mehr Informationen werden auf jeden Fall in der Zukunft bei mir auf dem YouTube-Kanal rauskommen. Wer dazu nichts verpassen möchte, kann immer gerne mit dem Abo dabei bleiben. Über einen Daumen würde ich mich auch mega freuen. Und das war's soweit. Wie immer, viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.